Solange der Typ da hinten bleibt, ist alles in bester Ordnung. Oh, aber warum? Boah, was setzt der ein? Was hat er eingesetzt? War das eine Seelenlanze? Weil wenn das eine Seelenlanze war, dann kann ich das komplett vergessen. Dann, Halleluja, dann, nee. So. Da sammeln wir mal ein. Jetzt schauen wir mal, wie viel die Sachen wert sind. Oder werde ich mal... So, beginne ich jetzt mal mit dem hartherziger Dingens. Wenn Sie... Der würde mir 314 Gold geben, alles klar. Da, verzauber mal. Wie viel? Ja, oder der ungefähre Wert. So, das kann weg. Das ist eine Waffe. Ja. Meine. Und noch Rüstungen verkaufen. Was ist das denn für ein Magiezauber? Zorn des Eises. Oh. Dies verleiht ihnen Eisschaden. Wäre nicht schlecht. Wäre gar nicht mal so schlecht. Gepanzerte Beinschienen. Nein. Nicht wahr. Das ist jetzt nicht wahr. Panzerhandschuhe. Das nächste ist nicht Kettenpanzer, sondern ich glaube Vollpanzerrüstung. Das wird was. Erstmal Amulette abnehmen. Uta, ich habe eine Frage an dich. Meinst du, du hast einen Helm? Nö, du musst immer noch mit diesem Lederding. Okay. Zeit gibt. Ja, ja. Grabstrahl. Der macht nämlich bösartigen Schaden. Allgemein Todesmagie macht bösartigen Schaden. Ja, aber das willst du echt nicht wissen, wie bösartig das werden kann. ...61 bis 101. Und der macht nur 51 bis 85. Ist schon maximiert die Wirkung, deswegen bin ich jetzt auf Stufe 2. So, dann noch zu Bernhard. Bernhard? Ja. Der hat gemusterte Muschel... nee. Hier, Regenbogenjuwel. 5%ige Chance, magische Gegenstände zu finden. Ich weiß nicht, wo Abkalrazien, also Akt 3 oder Amaluk, gibt es irgendwie Regenbogen oder Plasma Nexus irgendwie, Dingens. Da hat man sogar eine 15%ige Chance, magische Gegenstände zu finden. Und das ist eigentlich ganz gut, sag ich mal, wenn man hier Ausrüstung erweitern will. Also die magischen Dinger, wie hier die Vermächtnisse und so weiter. Feste Windstein. Dort hinten. Jetzt muss man sich das mal geben. Kitraiatal. Dort haben wir Rix getroffen. Und sind quer. Und da jetzt feste Windstein. Feste Windstein, feste Windstein. Und da geht es hier eigentlich noch weiter mit Tempel Xeria. Oder ist Akt 1 auch schon fertig? So, dann zurück.
Boah, diesmal kriegt der Magier voll fett eins auf die Schnauze. Mich würde aber trotzdem interessieren, was das für eine Technik war. Entweder Grabstrahl oder Seelenlanze. Grabstrahl, sage ich jetzt mal ganz böse, geht ja noch. Macht trotzdem höllischen Schaden. Und Seelenlanze, das ist, sagen wir mal, huch. Der Urgroßvater von Grabstrahl, und zwar einer sehr bösartigen Technik. Voll drauf. Boah, perfekt. So. Keine Mimiktruhe übrigens. Das Spiel ist nicht allzu, sag ich jetzt mal, bösartig. Dass es jetzt noch eine Mimiktruhe gibt. Zumindest in Akt 1. So, alles einsammeln bitte. Ladies and Gentlemen. Merci. Hier hat es noch einen Rüstungsständer. Boah, Schätze, Schätze, Schätze. Kleiner Froststrahl. Geisterumarmung. Ich glaube, Geisterumarmung war Schutz gegen Magie. Bin mir allerdings nicht hundertprozentig sicher. Oder noch so eine legendäre Truhe, wenn man das so nennen möchte. Mit noch mehr Stuff drin. Hier können wir übrigens Brunnen des Asonitenfeuers, das Artefakt, aufladen. Aber wir gehen erstmal noch hier weiter. So, und hier brauchen wir nämlich das weiße Gewölbe. Schlüssel. Finden hier, ja, des Todes. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Wo gibt es hier die Hexaten des Todes? Nein, meiner Treu. Was können wir damit deiner Meinung nach tun? Was meinst du? Denk nach. Es heißt, dies wäre ein Objekt der Macht. Es sieht lächerlich aus, aber man kann nie wissen. Vielleicht könnten wir damit Blitze regnen lassen oder unsere Feinde einäschern. Pff, es ist nur eine Schale. Im Allgemeinen isst man daraus. Na, es wäre doch möglich, oder nicht? Wir wissen nicht, was dieses Ding kann. Nun, lass es uns herausfinden. Ach, Dero. Oh, hier hat's doch. Ach, da. Funkenschlag. Nee. So. Vier Hexaten. Ich glaube, das bringt noch mal so eine fette Truhe ein. Mit noch mal so eine seltene Belohnung. Ja, schön wär's. Doch! Hab ich's doch noch gewusst. Ich hab das gerade echt nicht gesehen. Wir haben doch mit reichlich Sachen überhäuft. Halleluja. Gut, und dann können wir jetzt auch zurück, denke ich. Das hat sich erledigt, dieser Abschnitt. Hier gibt es keinen Schalter mehr, keine Türen. Nichts, dann können wir jetzt rausgehen. Und ich denke mal, damit können wir auch Satan befreien. Dass ich dann uns auch anschließen möchte. Ich weiß bloß nicht, auf welchem Level er sein wird. Entweder Level 17 oder Level 19. Ich meine aber Level 19. Hi, Big Boss. Beim Schilde. Ist das eine Waffe? Ja, Hauptmann. Diese Flammschale wird uns gute Dienste leisten. Wohlgetan, Fremdling. Vielleicht ist der Sieg doch unser. Es wird Xeria freudig stimmen, so viele unserer Feinde in ihrem Tempel sterben zu sehen. Was euren Leutnant angeht, ihr hattet recht. Er hat es sich verwandelt und ich musste ihn erschlagen. Verzeiht mir. Tja.
Was sollen Menschen auch sonst gegen solch einen unsichtbaren Gegner tun? Immerhin konnten wir Sartan rechtzeitig einsperren. Sein dauerndes Gerede über Geister zeigt, dass auch er angesteckt ist. Wir wollen wohl alle keine rasenden Halbriesen auf freiem Fuß. Geister, sagt ihr? Bleibt wenigstens eine Mannslänge von ihm entfernt. Seine Arme sind überraschend lang. Hauptmann Deathry, wir können jetzt sprengen. Hoffen wir, dass Waldes noch immer dort drin ist. Die Lunten brennen! In Deckung! Fire in the hole! Oder so ähnlich. Das Geheul von diesem Sartan wird auch mich noch wahnsinnig machen. Wäre schön, wenn die Pest ihn endlich dahinraffen würde. Wenn er die Pest hätte, wärt ihr jetzt wohl schon tot. Darüber hinaus bin ich immun und könnte ihm vielleicht helfen. Na gut, ich lasse ihn heraus. Aber wenn er auch nur einmal falsch zuckt, hat er einen Pfeil im Auge. In Ordnung. Hab Dank dafür, dass du mich aus diesem stinkenden Loch befreit hast. Du scheinst ehrenhaft zu sein. Ich helfe dir, wenn dich ein leicht verrückter Halbriese nicht stört. Erzähl mir erneut, was du für Fähigkeiten hast. Ich weiß, dass du dich nicht zurückhalten wirst. Ja, Stufe 19. Krieger. Okay, maximale. Okay. Nun gut. Ach stimmt, jetzt ist er in der Taverne. Schade eigentlich. Versucht, zum Tempel durchzukommen. Wir tun, was wir können, um diese Dämonenbrut aufzuhalten. Ja, der Tempel Xeria. Und da sind jetzt jede Menge dieser Kreaturen. Bop, bop, bop. Jawohl. So. Und Bärns. So. Arme Sautaktik, ein bisschen pullen. Aber es funktioniert. Angriff! Das gibt fette Erfahrungspunkte. Beziehungsweise Level-Ups. Scheiße, haben wir aufgeräumt. So, erstmal hier. Gucken, dass wir hier ein bisschen Sicht reinbringen. Und dann hier noch Tempel Xeria. Oh. Wo es auch noch jede Menge Geheimnisse gibt. Und wenn wir den Teleporter haben. Wobei, ich könnte auch jetzt zurückgehen und Sartan holen. Sota. Umarmung, Zornzauber, beschworene Wesen, Regeneration von Kampf- und Magiekünsten. Ja, ich glaube, das ist eher... Gut, dann erstmal auf Heilung hochgehen. Weil ich denke mal, dann lasse ich Lothar erstmal das ganze Zeug verkaufen. Dann schicke ich Lothar weg und hol Sartan zu mir. Nicht, dass ich was gegen Lothar hätte. Aber da können wir auch mal Sartan live in Action quasi sehen. Level 19 also, so. Und wir sind Level 22. Ja, 3 Level drüber, aber passt. Freut mich. So. Gut, es gibt da eh nichts Neues für uns.
Nope. Dero. Ja gut, 1322, aber du bist jetzt schon hier mit Armbrust. Die würde halt weniger Schaden machen. Und ist nicht ganz so effektiv. So. Oh, halt. 27. Immer noch 31 ist das Beste soweit. Also an. Nicht rumgepfuscht. Quasi. Nee. So. Verkaufen. 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 Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Verkaufen, verkaufen. So. Lothar. Jo, wegschicken. Da, du kommst mal eins hoch. Und dann holen wir Sartan. Erstmal hole ich kurz Rix. Mal gucken, ob er mitgelevelt hat. Also ob er auch so in unserem Level ist. Wenn ja, hurra. Wenn nicht, dann, dann gibt es ein Problem. Ach, halt da oben. Ach ja, und da haben wir ihn ja. Seid gegrüßt. So, Rix. Ich kann nicht einfach hier bleiben und mich betrinken, egal wie schön das... Oh oh, ich habe einen miesen Verdacht, wenn da schon kein Plus ist. Tut mir leid. Scheiße! Tja, Kumpel, sieht scheiße für dich aus. Hab Dank, dass dieser Ort wimmelt von Spionen und Verrätern. Je eher wir uns auf den Weg machen, desto besser. Ja, gehen wir. So. Man schaut sich übrigens mal das Inventar an. Er hat eine Zweihänderwaffe und ein Schild. Man kann quasi auswählen, wie man ihn haben möchte. Aber ich denke mal, ich werde Sartan auf Zweihand. So, perfekt. Schaden durch zwei Handwaffen, 22%. Heißt, wir werden Sartan jetzt mal gut ausrüsten. Nehmen ihn, denke ich mal, mit bis Amalu, also bis er zumindest Level 21 ist oder so. Und dann werden wir ihn, denke ich mal, durch Lothar wieder auswechseln. Boah, das gibt's doch nicht. Wer ist denn da jetzt hängen geblieben? Dero natürlich. Dann werde ich mal die ganzen Zusatzwaffen verkaufen und dann... Freut. So, Sartan, du bist gefragt. Verkaufen. Och komm, du wirst doch bestimmt auch irgendwie... 14, 23... 19 bis 32... Oh, das ist ein Angebot, das... Nehme ich an. Gut. So, verkaufen, verkaufen. Ja, das hat er ja schon, so ein beschlagenes Ding.